Bald beginnen bei uns in der EFT die 7 Tage des Gebets und ich möchte in diesem Video kurz erklären, worum es thematisch dieses Mal geht und was dich in diesen 7 Tagen erwartet. Thematisch geht es vom 4. bis zum 11. September um die 7 Ich-Bin-Worte von Jesus, die er im Johannesevangelium spricht. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Und das ist ganz charakteristisch für Gott, dass er sagt, ich bin. Ihr wisst, im Alten Testament stellt sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch genau mit dieser Antwort vor. Als er gefragt wird, wie ist sein Name, da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und Jesus konkretisiert das für uns. Er macht das ganz lebendig. Er ist der lebendige Gott, der uns begegnen will. Und genau das will er tun in diesen 7 Tagen des Gebetes. Und ich möchte dich wirklich einladen, da dabei zu sein. Wie kannst du das tun? Es wird wieder hier im Gemeindehaus verschiedene Gebetsstationen geben, die sich auch thematisch mit diesen 7 Ich-Bin-Worten beschäftigen. Sie wurden von ganz kreativen Menschen vorbereitet, damit du dort hineingehen kannst und Jesus begegnen kannst. Die Gebetsräume werden geöffnet sein von Montag bis Samstag von 16 bis 22 Uhr. Da wird das Gemeindehaus offen sein und du kannst einfach herkommen und hier ins Gebet kommen oder auch eventuell mit Leuten ins Gespräch, die zu der Zeit auch hier sein werden. Ihr könnt auch als ganzer Hauskreis herkommen. Wir werden das mit den Konferteams tun und mit der Jugend und hoffen wirklich darauf, dass Gott uns dann begegnet. Und wir gute Erfahrungen mit ihm machen werden. Der Gebetsraum wird auch an dem ersten Sonntag nach dem Gottesdienst bis abends um 20 Uhr geöffnet sein. Da kannst du auch hier bleiben nach dem Gottesdienst und im Gebet sein. Die 2 Sonntage, 4. und 11. September, werden sich auch mit den 7 Ich-Bin-Worten von Jesus beschäftigen. Also da lohnt es sich auch mit dabei zu sein, vor Ort oder online. Und es wird natürlich auch wieder unser Gebetsheft geben, das es auch die letzten Male gab, wo du wieder begleitend Texte aus der Bibel lesen kannst, begleitend zu deinem Gebet in diesen 7 Tagen des Gebets. Ich hoffe, dass du mit dabei bist. Ich glaube, Gott freut sich darauf. Und ich glaube, das kann wirklich eine Woche werden, wo unser Gebetsleben wieder ganz neu erfrischt wird und wir wieder Rückenwind bekommen für Gott für die nächsten Monate.